Im Test hier bei mir die Prinzenrolle Creamies. Das neue Produkt von Prinzen erinnert etwas an die Nutella-Kekse. Da habt ihr das Video schon auf meinem Kanal gesehen. Wir schauen uns jetzt hier an, was dieser Keks mit zart schmelzender Nuss-Nougat-Creme so kann. Was steckt drin? Wie schmeckt es? Viel Spaß beim Video. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich darüber. Seid herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Und direkt Ansage an euch hier, schön mal abonnieren, wenn euch das Video gefällt. Am Ende nicht vergessen, weil es gibt ja Leute, die schauen gar nicht zu Ende. Die klicken sich dann durch und wollen nur die Süßigkeiten sehen. Und vergessen ganz mein blödes Gequatsche. Deswegen Leute, Abo dalassen, wenn euch das Video gefällt. Wenn nicht, braucht ihr das natürlich auch nicht tun. Und den Daumen nach oben und nach unten natürlich auch nicht vergessen. Ich muss mal ein bisschen, muss mal irgendwie daran arbeiten, meinen Kanal ein bisschen zu pushen. Gut. Darum geht es aber nicht, es geht hier rum. Habe ich jetzt neulich entdeckt, ich glaube, habe ich bei Netto Magnus-Count im Angebot für 1,50 oder so gekauft. Regulären Preis kenne ich nicht, könnte mir vorstellen, dass die so an die 2 Euro gehen. Diese neuen Kekse von Prinzen Creamies, Keks mit zart schmelzender Nuss-Nougat-Creme, erinnern sehr stark an die Nutella-Kekse. Das Video, wie gesagt, auf meinem Kanal. Schaut einfach mal rein, gebt einfach in die Suche einen Foodlove Nutella oder geht in die Süßkram-Playlist. Aber da müsst ihr euch wahrscheinlich sehr weit noch durchwühlen, denn es gibt inzwischen so viel Süßkram, bis man dann mal das gefunden hat, was man sucht, kann etwas Zeit vergehen. Der erste Prinzenrolle-Keks, der mit einer unwiderstehlichen Nuss-Nougat-Creme gefüllt ist. Die anderen etwa nicht, oder was? Was steht hier noch? Außen knusprig und innen zart bleiben die Prinzenrollen Creamies dank des praktischen Wiederverschlusses bis zum letzten Keks knackig und lecker. Hier oben ist der Wiederverschluss. Einen Moment mal eben. Ja, das Video hatte ich gerade kurz abgebrochen. Ich musste gerade mal kurz gucken, ob ich eine Nachricht bekommen habe. Gebäck mit Nougat-Creme-Füllung 30%. Zutaten: Weizenmehl, Zucker, pflanzliche Fette. Oh, ich hasse es, wenn das so spiegelt. Pflanzliche Fette haben wir drin. Oh, also aber einige Zutaten. Da könnt ihr gerne Pause machen. Wir gehen jetzt einfach mal ausnahmsweise nicht so sehr drauf ein. Fakt ist, dass wir hier viele Kalorien haben. 500 Kilokalorien für leckere Kekse mit 24 Gramm Fett, Kohlenhydrate 62 Gramm und Zucker haben wir auch ein genaues fast Drittel drin. Von Grison 172 Gramm. Packung finde ich soweit ganz cool, wobei ich hier mal wieder geil finde, wie die Produktverarschung ist. Achtung, hier ist das so zugestanzt. Das seht ihr. Hier, bis hier geht die Tüte so, so und hier fangen jetzt die Kekse an. Ja, also hier, das ist die Tüte und hier, Achtung, ich klappe es zusammen. So viele Kekse sind eigentlich drin und so groß ist die Tüte. Also das ist schon hart. Das ist schon wirklich hart. Ja, ihr seht auch, die Tüte ist großzügig bemessen für ein paar Kekschen. Sind aber auch ein paar Kawemser hier. Guckt euch das mal an. Das sieht aber schon mal geil aus. Also das auf alle Fälle. Ich mache da mal kurz ein Foto von und bin sofort wieder da für euch. So ein paar Instagram-taugliche Fotos gemacht. Die sehen tatsächlich auch so ähnlich aus wie so ein Nutella-Keks. Und interessant ist schon mal, dass es ein wirklich ein ganz anderer Keks ist als bei den klassischen Prinzenrollen. Das ist eher hier wie so eine Art, kennt ihr diese dänischen Buttergebäck? So ist ungefähr der Keks, der ist fettiger als ein normaler Prinzenrolle-Keks. Der ist mürber, wie so ein Mürberkeks. Und obendrauf haben wir dann dieses tatsächlich lustig aussehende Logo mit diesem Prinzen drauf. Und darunter dann die Creme. Gucken wir mal, ob man es irgendwie abmachen kann. Wisst ihr, es macht Spaß, sowas auseinanderzunehmen. Und das ist ein bisschen schwieriger. Wobei ich muss den jetzt einfach erstmal so probieren, ja. Ne? Ich kann ja hier nicht direkt das Ganze auseinandernehmen. Oha. Also schon mal sehr knusprig der Keks. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Klarer Star dürfte die Creme sein. Die geht in so Richtung, ja, so eine feste Nuss-Nougat-Creme. Das kann man hier auch ganz gut sehen, dass sie so ein bisschen, muss man hier irgendwie einen Löffel nehmen. Ihr seht das hier, die ist so ein bisschen, na, komm schon. Muss ich irgendwie rausbröckeln. Kann ich mal pur probieren oder erstmal den Keks. Und wirklich sehr schön knusprig. Und hier die Creme, die kann man da so geil rauslöffeln. Yeah. Kann man sie noch aufs Brot schmieren, den Keks so essen, auch geil.
fester als so ein Nutella. Geht aber geschmacklich natürlich in diese Richtung, von wegen Nuss-Nougat-Creme. Mir gefällt vor allem, wie knusprig dieser Keks ist. Unten schön dick. Könnt ihr sehen. Und dann eben diese Füllung. Ja, kann was. Also gar nicht mal so schlecht. Die Prinzenrolle Creamies. Ich sag mal, er findet das Rad jetzt nicht neu. Ist jetzt ein leckerer Keks mit einer Nuss-Nougat-Creme-Füllung. Ist jetzt aber nicht so. Oh, ich habe gerade schmierige Finger. Ist jetzt aber nicht so, dass jetzt hier die Offenbarung überhaupt ist. Kann man machen. Ich glaube, die Nutella-Kekse haben mich noch ein bisschen mehr geflasht. Da bin ich mir jetzt gerade allerdings nicht so ganz sicher. Probiert sie gerne mal aus. Super knusprig sind sie auf jeden Fall. Für 1,50 im Angebot zumindest fand ich den Preis auch ganz okay. Ja, das soll es gewesen sein zu diesen Creamies. Ich würde aber trotzdem sagen, wenn ihr die Wahl habt zwischen den Prinzenrollen Keksen und den Creamies, wobei, wenn ihr satt seid, die Kekse zu kaufen, dann kauft euch mal die Creamies, die sind nämlich wirklich lecker, aber ansonsten haben die noch irgendwie mehr Kult, die anderen. Ich glaube, das ist es aber auch, denn die sind wirklich auch gar nicht mal so unlecker. Die Prinzenrolle Creamies von Prinzen, dem Beukler. Das war's. Ich wünsche euch was, habt einen schönen Tag, vergesst den Kommentar nicht und macht's gut. Ciao.